Gerne würde der Prinz im Schloss Cecilienhofe in Potsdam wohnen. Königliche Hoheit nennen ihn Freunde, für andere ist er der gierige Prinz. Georg Friedrich von Preußen ist der Ururenkel des letzten deutschen Kaisers. Der Stammsitz, die Burg Hohenzollern in Baden-Württemberg, ist Familienmuseum. Zu bestaunen alte Möbel und alte Meister. Doch der Prinz will mehr, den Zugriff auf Schlösser und Kunst in Berlin und Brandenburg. Prinz Georg Friedrich von Preußen ist heute schon zentraler Leihgeber einer ganzen Reihe von Museen in Berlin und in Brandenburg. Und er denkt in gar keiner Weise daran, diese Museen leer zu räumen. Die Objekte sollen ganz überwiegend dort bleiben. Nach dem Krieg enteignete die Sowjetunion die Hohenzollern. Die Familie hätte mit Nazis zusammengearbeitet. Seit der Wiedervereinigung fordert man nun hunderte Gemälde, Möbel und Bibliotheken zurück. Von Brandenburg zusätzlich 1,2 Millionen Euro. Und Wohnrecht. Im Schloss Lindstedt, Schloss Cecilienhof oder der Villa Liegnitz im Park von Sanssouci. Es ist aus meiner Sicht nicht verhandelbar. Ihnen steht keine Entschädigung zu, weil wir der Meinung sind, dass das Haus Hohenzollern indirekt mit dem nationalsozialistischen System in Verbindung gebracht werden kann. Leer ausgehen werden der Prinz und seine Familie wahrscheinlich nicht. Einige der Kunstschätze sind Privatbesitz gewesen. Ein Kompromiss durchaus möglich. Einem Wohnrecht in den mit Steuermillionen sanierten Schlössern wollen Bund und Länder aber nicht zustimmen.